So, jetzt haben wir hier stehen die Alona Hertha Playmate 2022. 2020. 2020. Hallo Alona, wie geht's dir? Wie hat's dir hier gefallen? Ja, es war ein super schöner Abend. Ich bin hier sehr gerne in dieser Location. Ich war ja letztes Mal auch schon hier und ja, es war einfach perfekt. Was war denn deine Aufgabe hier bei dem Karlsruher Weihnachtszirkus? Also ich bin zuständig für die Ringgirls und koordiniere das und mache die Auswahl für die Mädchen und ja, schaue, dass dann alles gleich gut abläuft. Und ich habe gesehen, du warst auch selber im Ring, oder? Ja, also ich bin meistens das Sponsor-Girl und diesmal bin ich auch sehr stolz auf G-Man, den Energy Drink, dass ich da das Sponsor-Girl bin. Und ja, es kommen, denke ich, noch weitere tolle Jobs mit diesem Sponsor. Ja, wie bist du denn jetzt hier auf den Weihnachtszirkus gekommen, hier auf den Boxkampf mit Rainer Gottwald? Also es hat schon vor Jahren angefangen. Ich habe auf Facebook zufällig erfahren, dass noch ein Ringgirl gesucht hat und so hat es eigentlich dann angefangen. Ich habe mich gleich sofort super mit Rainer verstanden und irgendwann kam er auf mich zu und hat mir dann die Aufgabe überlassen, ja, mich dann ständig für die Ringgirls zu kümmern, damit er eben weniger zu tun hat. Und wie findet deine Auswahl statt? Also wie findest du die Mädels? Also ich habe natürlich schon einen festen Stamm an Models, die das dann gerne machen und habe natürlich auch auf Instagram mache ich dann auch Aufrufe oder wir haben auch spezielle Modelgruppen auf WhatsApp, wo sich dann auch die Mädchen bewerben und dann treffe ich meine Auswahl. Was müssen denn die Mädels mitbringen? Ja, also mir ist es persönlich wichtig, halt eben auch die Ausstrahlung und dass sie das auch nicht zum ersten Mal gemacht haben, weil es natürlich auch eine Live-Übertragung auf The Zone ist und ja, da muss einfach alles perfekt sein. Aber Nummern-Girl, ich meine, ist ja eigentlich nur Nummern hochhalten und durch den Ring laufen, oder wie siehst du das? Ja, eigentlich ist es so, aber natürlich, man hat hohe Schuhe an, man muss in den Ring steigen, es muss natürlich alles sehr ästhetisch aussehen. Und ja, ich denke, es ist nicht so einfach, obwohl es für die Zuschauer einfach aussieht. Ja, man muss auf jeden Fall da ganz einiges mitbringen, wahrscheinlich dann auch schon ein bisschen fit sein und wo kann man sich denn bewerben, wenn man sagt, man möchte das jetzt auch machen? Ja, also gerne bei mir auf Instagram, da heiße ich auch Alona Hertha. Gerne mir eine persönliche Nachricht schreiben und dann nehme ich die Models gerne in meinen Stamm auf. Und wo bist du noch überall vertreten? Machst du jetzt nur beim Rainer mit, auch hier nur hier beim Weihnachtszirkus oder bist du noch woanders Nummerngirl bzw. suchst die Nummerngirls aus? Also ich bin teilweise auch bei Wassermann Boxing auch mal als Ringgirl und ja, bei Frank Boxsport habe ich auch zwei Mädels hingeschickt. Da war letzte Woche der Ali, hätte eigentlich einen Titelkampf gehabt, aber das ist ja leider ausgefallen. Ja, so schließt sich der Kreis dann, ja. Große Familie. Wie sehen denn so die Pläne für 2024 bei dir, euch aus? Ja, also ich habe große Hoffnung auf den Sponsor, G-Man Energy Drink. Und ja, wir haben schon kurze Gespräche gehabt, da kommt noch was richtig Tolles. Und ich bin ja auch im Motorsport tätig. Bei GTC Race, da bin ich auch in der Organisation. Ja, ich war jetzt auf Billboards in Amerika von Pinay Magazine, also ich will ein bisschen international durchstarten. Wow, das hört sich echt total viel an. Da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und viel Erfolg mit den Plänen in 2024 und freuen uns, wenn wir schon von dir dort was hören. Ja, danke schön. Und danke fürs Interview. Gerne.